Ja, würde ich mein Werkzeug nochmal kaufen? Diese Frage gehen wir heute auf den Grund. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das Videoformat habe ich bereits schon bei den ein oder anderen YouTuber gesehen gehabt. Und ich fand das Video eigentlich sehr, sehr interessant, vor allem beim Andi, der hat ja das Ganze auch nochmal gedreht gehabt vor knapp einem Jahr. Das Video werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie alle Werkzeuge oder beziehungsweise ich werde beispielsweise, wir gehen gleich alle elektrischen Werkzeuge durch, beispielsweise meine Tischbohrmaschine, meine Akkuschrauber, alles, was ich hier habe, was mit einem Akku oder mit Strom betrieben wird, sprich keine Handwerkzeuge. Und dazu gibt es meistens auch immer ein Video und das werde ich dir alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Wir fangen jetzt einfach mal an mit den größten Maschinen, würde ich sagen, und ich werde dann immer mein Statement dazu abgeben, wie ich die Maschine finde und ob ich mir die nochmal kaufen würde. Ich werde das Ganze recht zügig durchziehen, weil ich wirklich ganz, ganz, ganz viel Werkzeug hier habe und ich möchte mit euch wirklich jedes Werkzeug durchgehen und besprechen. Deswegen macht es euch bequem, holt euch was zu knabbern, holt euch ein Bier und dann schaut mir ganz entspannt zu. Und wenn das Video dann fertig ist, dann checkst du unten die Videobeschreibung und kannst dann nochmal separat jedes Werkzeug einzeln anschauen. Beispielsweise von den Akkuschraubern gibt es aktuell kein Video, es wird sich aber ändern. Ich werde mal ein Video machen über meine Akkuschrauber, warum, weshalb ich, was weiß ich, mittlerweile habe ich 5, 6, 7 Akkuschrauber, wie es dazu kam, mit wem ich am liebsten arbeite und so weiter und so fort. Darüber gibt es dann noch mal ein extra Video, aber heute, wie gesagt, ich versuche mich kurz zu halten, aber wie ihr seht, quatsche ich schon wieder knapp 2 Minuten. Also lasst uns einfach loslegen. Als allererste Maschine, elektrische betriebene Maschine 230 Volt, ist natürlich meine Tischkreissäge GTS 10XC. Das ist auch das erste oder die erste Maschine, die bei mir in der Werkstatt eingezogen ist, wo ich ein bisschen Geld in die Hand genommen habe und das ja etwas investiert habe in meine Werkstatt. Und ich muss sagen, ich habe sie kein bisschen bereut. Die ist jetzt aktuell, glaube ich, schon 4 oder 5 Jahre bei mir. Und es ist wirklich eine tolle, tolle Maschine. Und ich glaube, jeder zweite von euch hat diese Maschine, diese Tischkreissäge zu Hause auch. Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich top. Mittlerweile gibt es die ziemlich günstig zu erwerben. Und auch darüber gibt es ein Video. Also ich würde die Maschine, wenn sie mir jetzt kaputt geht, würde ich mir die immer und immer wieder neu kaufen. Tischbohrmaschine, ja, die ist ungefähr seit 2 Jahren bei mir in der Werkstatt. Viel habt ihr diese Maschine noch nicht gesehen in meinen Videos. Die war auch wirklich sehr, sehr teuer. Ist überwiegend für die Metallbearbeitung gedacht, weil der Hub hier ja 60 bis ja 50 bis 60 Millimeter hat. Also nicht wirklich was für den Holzwerker. Aber ich arbeite damit ziemlich gerne. Die ist wirklich sehr, sehr genau. Du kannst die Drehzahl regulieren. Ist etwas sehr, sehr Massives, hat natürlich ihren Preis. Ich glaube, die lag damals bei 1.800 €. Wie gesagt, nutze ich sie nicht so oft. Aber ich würde mir die, glaube ich, noch mal ein zweites Mal kaufen. Ja, weil ich halt, wie gesagt, mit der Qualität und mit der Leistung sehr, sehr zufrieden bin mit der Maschine. Direkt daneben haben wir meinen Doppelschleifer. Das ist auch einer der ersten Maschinen, die ich mir zugelegt habe. Hat um die 50 € gekostet. Und den habe ich mir damals mal zu Weihnachten gewünscht, einfach mal um Messer oder Bohrer hier anzuschärfen. Und hier haben wir ein Schleifband. Diese Maschine würde ich mir heute nicht nochmal kaufen. Ich benutze sie sehr, sehr selten aufgrund Nassschleifen, beziehungsweise Stecheisen. Hier mache ich gar nicht, auch wenn ich es in der Ausbildung gelernt habe, nutze ich gar nicht mehr. Diese Schleiffunktion hier hat auch wenig Sinn. Also es ist eher was für den Bastler, aber jetzt für unseren Bereich hier Heimwerken, es geht ja schon im Profi-Heimwerken hinein, ist diese Maschine wirklich nichts und ich würde mir die auch jetzt nicht ein zweites Mal kaufen. Aber ich würde mir diesen Druckluftnagler kaufen, der ist nämlich direkt unter der Maschine platziert und passend dazu habe ich natürlich auch einen Kompressor, der wird natürlich auch mit Strom betrieben und diesen Druckluftnagler hier, der ist ziemlich bekannt hier auf YouTube. Ich glaube auch mittlerweile haben wirklich ganz, ganz viele dieses Gerät hier, liegt bei 70 bis 80 €, darüber gibt es auch ein Video. Wie gesagt, alle Videos findest du in der Videobeschreibung. Und ich muss sagen, du kannst damit bis zu 50 mm Nägel verschießen. Er hat mich noch nie in Stich gelassen und es ist wirklich ein richtig, richtig tolles Gerät, was ich wirklich jedem weiterempfehlen kann, auch für den Laien.
Weil irgendwann ist es soweit, dann zieht ein Kompressor bei dir in die Werkstatt ein. Und was darf natürlich zu einem Kompressor nicht fehlen? Bevor die Lackpistole kommt, würde ich mir definitiv so einen Druckluftnackler zulegen. Richtig, richtig tolles Gerät. Auch eins meiner größten Maschinen hier und auch eins der größten Anschaffungen, diese Kapp- und Gärungssäge von Bosch GDL12. Schlag mich tot, ich weiß leider nicht mehr die Bezeichnung. Die habe ich damals für 800 Euro, glaube ich, gekauft. Und ich habe die jetzt auch ganz, ganz oft bei euch gesehen in den Videos. Viele, viele haben sich die nachgekauft. Würde ich mir die nochmal kaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe leider keinen anderen Vergleich. Ich würde ganz gerne mal die von Festool testen. Das war nämlich die Kappsäge, wo ich mir gesagt habe, also ich habe zwischen den beiden die Auswahl gehabt oder gemunkelt. Ich habe mich aber letztendlich für diese entschieden, weil der Arm ja gerade ist und du einen Schwenkarm hast hier hinten, sie sehr platzsparend ist. Aber mittlerweile, wie gesagt, die Maschine sägt nicht so exakt genau. Ich habe es ja noch nicht eingestellt und was mich stört ist, hier hinten die Absauganlage, das ist mittlerweile hier schon zerbrochen. Und wenn sie jetzt kaputt gehen würde, würde ich mir nochmal überlegen, ob ich mir die Maschine nochmal zulegen würde. Also ich kann es nicht mit einem hundertprozentigen Ja sagen, aber ich würde mir wahrscheinlich nochmal zum Vergleich die Festool angucken. Und jetzt kommen wir zu meinen Akkuschraubern. Ja, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Akkuschrauber. Ich möchte, wie gesagt, nicht auf alle eingehen. Ich werde euch mal kurz meinen ersten zeigen. Was heißt erster? Das war mein zweiter. Da habe ich wirklich viel, viel Geld in die Hand genommen. Der hat 200 Euro gekostet, der PSB18LI2. Der hat wirklich sehr, sehr viel Kraft mit einer Schlagfunktion. Und jetzt nicht Schlagfunktion, dass du hinten ein Metallstück hast zum Schlagen, was ich auch ganz, ganz oft mache. Ich weiß gar nicht, ob das dafür gedacht ist, sondern du kannst damit wirklich Löcher in die Wände bohren. Und es ist ein toller Akkuschrauber mit Akkuanzeige, 18 Volt, 2 Ampere, habe mich noch nie in den Stich gelassen, habe ich mittlerweile auch schon 3 Jahre oder 4 Jahre. Und würde ich mir den nochmal kaufen, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass auf dieses Gerät Verlass ist. Dicht gefolgt danach habe ich mir 2 Akkuschrauber gekauft und zwar die GSR 10,8-2LI. Den gibt es mittlerweile, also das ist noch die Version mit 10,8 Volt. Gibt es mittlerweile mit 12 Volt. Das Sortiment ist wirklich ganz, ganz groß geworden. Von einer Handfräse, von einer elektrischen kleinen Handsäge und so weiter und so fort. Die ganze Werkzeugreihe habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Ich sehe aber bei euch ganz, ganz vielen, dass ihr die habt und auch sehr begeistert seid davon. Ich muss sagen, diese 2 Akkuschrauber, warum habe ich mir die gekauft? Erstmal, um nicht das Ganze mal umzuspannen. Wenn ich jetzt hier einen Bohrer drin habe, da ein Senker oder umgekehrt. Und die sehen ziemlich krass verdreckt aus und mit Leidenschaft gezogen. Die sind mir auch schon ganz, ganz oft runtergefallen. Aber dennoch kann ich hier sagen, ganz klar, ich würde mir die nochmal kaufen. Immer und immer wieder. Die sind sehr, sehr handlich. Die haben recht viel Power. Natürlich nicht zu vergleichen mit den großen, damit 2 Ampere. Trotz alledem kannst du damit vernünftig bohren, vernünftige Schrauben reinjagen. Sind wirklich 2 tolle Akkuschrauber. Preis liegt ungefähr mit Koffer, oh Gott, 150 Euro, ohne Koffer 80, 90 Euro. Steffi hat den übrigens auch für ihr Atelier und ist auch sehr, sehr begeistert dafür. Also für Frauen auch sehr, sehr gut geeignet, weil die sehr, sehr leicht und sehr handlich sind. Wirklich tolle, tolle Akkuschrauber, würde ich mir jederzeit wieder kaufen. Wie gesagt, über die anderen gehe ich jetzt noch nicht so genau ein. Was ich sagen kann, ist letztens, ist letztens hier der von Bosch angezogen, Bosch Home & Garden, die grüne Serie, die jetzt neu auf dem Markt ist. Das Tolle daran, wir haben ein 18 Volt Akkusystem, sprich, es gibt dafür wirklich unzählige Geräte. Ich glaube, jetzt ist auch ein Rasenmäher rausgekommen, wo du diesen Akku, beziehungsweise den gibt es auch mit 6 Ampere, verwenden kannst. Ist eine wirklich tolle Sache, weil, wie ihr seht, ich habe jetzt hier 7 Akkuschrauber und 5 verschiedene Akkus. Und ist ziemlich nervig. Ne? Deswegen bin ich eigentlich immer so ein Feind gewesen von akkugetriebenen Geräten. Mittlerweile aber macht es mir sehr viel Spaß, weil du dieses lästige Kabel nicht mehr mitschleppen musst oder wenn du arbeitest, stört dich das Ganze nicht. Ja, wie ihr merkt, ich habe viel Bosch, aber es wird sich noch im Laufe des Videos ein bisschen ändern. Es kommen natürlich noch ein paar andere Werkzeuge.
Unter anderem habe ich hier diesen Bandschleifer von Bosch. Das ist auch ein Werkzeug, was ich ziemlich lange schon in meiner Sammlung habe. Ich glaube mittlerweile schon 5 Jahre oder 6, auch eins der ersten Werkzeuge, die ich mir zugelegt habe. Damit habe ich dann damals meinen großen Esstisch gebaut gehabt, beziehungsweise abgeschliffen. So, das ist der Bosch PBS75A. Gibt es auch in der grünen, blauen Variante, kostet das Doppelte. Ein wirklich tolles Gerät. Ich habe damit wirklich schon unzählige Meter geschliffen und der hat sich wirklich bezahlt gemacht. Der hat mich noch nie in den Stich gelassen. Also ihr kennt wahrscheinlich meine Upcycling-Projekte, wo ich Gerüstbohlen abschleife. Tische, Esszimmertische habe ich ja schon unzählige gebaut. Couchtische habe ich unzählige gebaut. Und da kam immer dieser Bandschleifer zum Einsatz. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie viele Betriebsstunden der schon hat, bestimmt hunderte. Und ich kann den wirklich sehr, sehr weiterempfehlen. Also wirklich eins der besten Geräte, die ich mir jemals gekauft habe. Wie gesagt, kann ich besten Wissen auch schon wieder habe ich jetzt diesen Haken. Auf jeden Fall kann ich diese Maschine wirklich weiterempfehlen. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr den gleichen auch? Auf jeden Fall kann ich diese Maschine wirklich weiterempfehlen. Wiegt natürlich einiges, aber wie gesagt, habe mich noch nie enttäuscht und ist wirklich eine tolle, tolle Maschine. Wo wir gerade bei Schleifgeräten sind, gibt es auch zwei Exzenterschleifer bei mir. Es gibt auch noch so einen kleinen, ach komm, später nochmal zu, so einen Dreieckschleifer. Hier auch wieder die 18 Volt Serie von Bosch. Habe ich für eine Kooperation mal bekommen. Verwende ich auch ganz, ganz gerne, weil dieses lästige Kabel nicht dran ist. Ihr seht, der ist auch ziemlich dreckig. Der ist noch recht sauber. Und hier habe ich einen Bosch Blau mir mal gekauft. Einen Exzenterschleifer. Modell GEX125-1AE. Der liegt, glaube ich, es schwankt immer. Manchmal kriegst du den für 100 Euro, manchmal wird der für 200 Euro angeboten. Ist echt krass. Schleifunterschied bei diesen beiden Gerätschaften gibt es ja. Der ist viel, viel ruhiger, finde ich. Liegt wahrscheinlich auch am Preis dann. Kann ich aber beide wirklich sehr, sehr gut empfehlen. Den gerade für den Einsteiger. Und ja, den benutze ich meistens immer für die Werkstatt, um wirklich tolle Oberflächen zu erzielen. Und hier hat sich auch schon hier Splitter reingeknallt, weil ich bei David sein Bett habe ich den auch verwendet. Die Balken waren ja richtig splitterreich. Und ihr seht, ich schone mein Werkzeug nicht. Also hier sind richtig fette Splitter reingeknallt und ich schmeiße es auch mal in die Ecke. Kann der eine oder andere nicht nachvollziehen. Ich mache es einfach, weil ich finde, ich freue mich auch. Also, nicht falsch verstehen. Ne? Ich versuche mein Werkzeug so lange wie es geht zu verwenden, aber ich freue mich natürlich auch, wenn es benutzt aussieht und wenn ich mir auch mal was Neues kaufen kann. Dann gibt es natürlich eine Maschine, die ist natürlich der Renner bei euch Heimwerkern, Handwerkern, und zwar die Makita Handfräse, Handtrimmer. Die habe ich jetzt hier im Koffer. Noch die kabelgebundene Version gibt es mittlerweile auch mit Akku. Liegt aber auch dann, also mit Koffer liegt die bei, ich glaube, 250 Euro. Ohne Koffer kriegt ihr das ganze Ding schon für 120 Euro. Ich glaube, mit Akku liegt das Ganze bei 200, 250 Euro. Es ist ziemlich, ziemlich teuer. Aber wenn ihr bereits von Makita ausgerüstet seid, dann lohnt sich wahrscheinlich die Investition mit Akku. Diese Maschine, diesen Handtrimmer, nutze ich wirklich sehr, sehr oft. Ich habe zwar noch eine von Bosch, eine große Oberfräse, die eigentlich gedacht war oder ist für meinen funktionalen Werktisch. Aber ich nutze meistens diese Fräse hier, weil die wirklich sehr, sehr handlich ist, sehr einfach zu bedienen. Du hast drei unterschiedliche Fräskörbe, ganz, ganz viel Zubehör und für den Preis, ich glaube mit Koffer 200 Euro, 180 Euro, ist es auch wirklich ein Produkt, was bei mir ganz, ganz oben in der Liga mitspielt, kann ich wirklich jedem weiterempfehlen. Ein tolles tolles Werkzeug und auch für jeden, also wenn du was lange von einem Werkzeug haben möchtest, dann kann ich dir diese Fräse auf jeden Fall empfehlen. So, Thema Staubsauger, ja, das ist der Hilti VC5-A22. Der kam, glaube ich, vor 2 Jahren raus. Ist ein akkubetriebener Staubsauger. Hinten könnt ihr den Akku sehen von Hilti. Bekommt ihr, glaube ich, nur als Gewerbetreibender. Und ich habe mir damals, oder ich habe aktuell im Betrieb, diesen Staubsauger hier von Hilti, Schlagbohrmaschine und einen Winkelflex, schauen wir uns gleich nochmal an. Diesen Staubsauger, dazu gibt es auch ein Video.
Der hat wirklich viel Power und ich nutze den meistens, wenn ich auf Montage bin, wenn ich Fenster einbaue, wenn ich draußen bin, irgendwas einbaue, da kommt dieser Staubsauger immer mit. Warum? Weshalb? Ganz einfach, wenn ich jetzt beispielsweise ein Fenster einbaue, 22 Volt Serie, da habe ich diesen Schlagschrauber, baue das Fenster ein und danach kann ich diesen Akkuschrauber verwenden. Sprich, ich brauche nur einen Akku, der überall kompatibel ist, also mit den Hilti-Geräten und toll, einfach zu reinigen, ein wirklich tolles Gerät. Viele haben auch letztens mal nachgefragt gehabt, weil sie den immer sehen in den Videos, immer im Hintergrund platziert. Aber ich, wie gesagt, das ist halt nichts für Privatleute. Man bekommt den, glaube ich, nur gewerblich. Weiß ich jetzt nicht so genau, vielleicht habt ihr Glück und bekommt den auch auf eBay oder so. Ich habe mich da noch nicht erkundigt, aber ich möchte den nicht missen, den kleinen. Und ich kenne auch nichts Vergleichbares irgendwie, was in der gleichen Liga spielt für den Preis. Also preislich liegt er, glaube ich, bei 300 Euro, ist schon viel. Aber wie gesagt, Hilti, ihr kennt Hilti, spricht einfach für sich der Name. Ja, machen wir einfach bei Hilti mal weiter. Also das ist dieser Schlagschrauber, den ich habe. Hilti TE4-2 22A. Wie gesagt, der Akku passt auch dort rein. Eine tolle, leichte, handliche Schlagbohrmaschine. Passend dazu gibt es hier auch eine Absaugfunktion. Das heißt, ich stecke das Ganze an und das Ganze wird auch abgesaugt. Eigentlich ist es ganz gut für den privaten Bereich oder wenn ihr bei Privatleuten sind oder seid, dann habt ihr nicht so eine große Sauerei. Liegt, glaube ich, preislich bei 1200 Euro. Eine ziemlich teure Maschine, aber es gibt ja die Hilti-Flotte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da zahlt ihr monatlichen Betrag, könnt das quasi leasen. Und ich muss sagen, ich möchte die Maschine nicht missen. Eine sehr, sehr tolle Schlagbohrmaschine, kommt bei mir auch ganz, ganz oft zum Einsatz. Und dazu habe ich auch von Hilti mein geliebte Winkelschleifer oder Akkuflex. Scheiße. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Das finde ich immer doof, ne? Wenn hier die Hälfte rausfällt. Okay, kann sein, dass ich einfach zu viel Zubehör habe. Ne? So sieht die aus. Ist auch wieder mit dem 22 Volt System eine richtig, richtig tolle Maschine. Und ja, diese drei Komponenten benutze ich einfach. Diesen Staubsauger, diesen Schlagschrauber und diese Akkuflex ist wirklich hier mit Sicherheitsschalter. Das heißt, ihr legt erst diesen Schalter hier um. Und dann geht sie an, hat wirklich vergleichbar mit einer normalen Flex richtig, richtig viel Power. Ich habe noch keine Unterschiede gemerkt. Und Akkulaufzeit ist wirklich sehr enorm, also sehr, sehr lang, langlebig kann man sagen. Sieht auch schon ziemlich verschmutzt und verdreckt aus. Wie gesagt, die nehme ich auch ganz, ganz oft mit auf den Bau. Und auch wirklich eine tolle Maschine. Aber wie schon gesagt, gegen Hilti gibt es, glaube ich, nichts einzuwenden. Oder die meisten haben wahrscheinlich gegen Hilti nichts einzuwenden. Natürlich spricht sich das auch wieder beim Preis. Diese Maschine liegt, glaube ich, auch bei 800, 900 Euro oder mehr. Ich weiß es nicht so genau. Wo wir gerade bei der Flex sind, natürlich habe ich auch eine Flex, wie der Name schon sagt. Also der Hersteller Flex ist ja Flex. Und in der Regel heißt das Ganze ja Winkelschleifer. Ich habe jetzt hier eine Flex, die habe ich mir mal für 50, 60 Euro gekauft und da habe ich eine Holzfräse installiert von der Firma Wolfkraft. Diese Flex nutze ich eigentlich immer dazu, um mehrere verschiedene Tools an dieser Flex anzubauen, beispielsweise einen Trennschleifer. Also es gibt die ganze Funktion auch, dass man Stahl schneiden kann, so eine Vorrichtung. Dann gibt es gewisse Schleifvorrichtungen, wo ich das Ganze mal umbaue und diese Flex hier oder diesen Winkelschleifer ganz, ganz gerne verwende. Passend dazu habe ich natürlich auch noch mal eine Flachdübelfräse. Gibt es auch ein passendes Video dazu. Und mit dieser Flachdübelfräse kannst du kleine, sagt ja schon der Name, flache Dübel in ein Material hineinfräsen. Von Einhell liegt bei mit Koffer bei 70 bis 80 Euro. Natürlich die hochwertigen Geräte liegen, also von Lamello, das ist ja der Erfinder, da liegt diese Flachdübelfräse bei 500 Euro. Natürlich gibt es zwischen 70 und 500 Euro irgendwo Unterschiede, aber für den Heimwerker, sprich mich oder für dich, ist diese, ich habe die noch nicht bereut, das ist genau das gleiche wie mit dem Bandschleifer. Eine tolle Maschine, habe mich noch nie in den Stich gelassen, macht, was sie soll und ich bin recht zufrieden damit. Natürlich ist die vielleicht nicht so exakt und genau wie eine andere, aber du kannst damit wirklich Möbel bauen und ich glaube, bei uns kommt es auf den 10. Millimeter nicht so wirklich drauf an. Dann diesen kleinen Frauentier, den kennt ihr bestimmt, das ist ein kleiner Kompressor von Milwaukee. Akku betrieben, wir haben hier das Akkusystem, wir sind in das 2 Ampere. Ich glaube 12 Volt, so genau weiß ich das jetzt nicht. Kam auch letztens in meinen Videos online oder vor.
richtig, richtig tolles Gerät. Dazu gehört auch ein Schlagschrauber und Akkuschrauber. Akkuschrauber habe ich, glaube ich, verlost gehabt. Genau, an Herrn Fuchs. Der hat das Ganze gewonnen. Tolle Geräte. Milwaukee gucken wir uns gleich nochmal an. Auf jeden Fall kann ich diesen kleinen kompakten Kompressor weiterempfehlen. Könnt ihr super im Auto platzieren. Ist auch kompatibel mit den ganzen anderen Geräten, also von Milwaukee dann. Und ein richtig, richtig tolles System. 2,8 Bar schafft er locker, hat meine Reifen mit aufgepumpt. Toll. Und dann habe ich hier eine Schlagbohrmaschine von Bosch Blau. Und zwar die GBH2-20D. Habe ich auch ein- oder zweimal in meinen Videos verwendet, habe ich mir mal zugelegt gehabt, weil es ein Werbevideo war für eine Kooperation und da durfte Hilti, sollte Hilti nicht dabei sein. Und tolle Bohrmaschine. Ich glaube, ganz, ganz viele haben das gleichwertige Modell auch zu Hause in Verwendung. Ich hatte damals mal die kleine gehabt von Bosch, die liegt bei 50 Euro und diese liegt hier bei 120 Euro. Kann ich jeden Einsteiger empfehlen, der jetzt nicht 1200 Euro für die von Hilti ausgeben möchte, sondern was Vernünftiges haben will, dann kann ich diese Schlagbohrmaschine auf jeden Fall empfehlen. Hat mich noch nie in den Stich gelassen, aber ich muss auch sagen, ich habe damit noch nicht wirklich viel gearbeitet, aber ich bin wirklich mit Preis-Leistung, mit der Preis-Leistung bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Als nächste Maschine schauen wir uns auch eine Bosch an. Das ist eine Mini-Handkreissäge, eine kleine Tauchkreissäge, PKS 16 Multi. Die habe ich auch schon ziemlich lange in meiner Werkstatt. Das war, glaube ich, auch ein Gerät, bevor ich schon mit YouTube angefangen habe, habe ich mir die zugelegt. Damit habe ich auch die ersten Testvideos gedreht. Wie gesagt, da baust du ein ganz, ganz kleines Sägeblatt ein. Das Ganze sieht so aus. Was kannst du damit machen? Fußleisten schneiden, Laminat kürzen, Vinyl schneiden, sowas in der Art wird, glaube ich, heute nicht mehr oft verwendet, weil es mittlerweile ja entsprechendes Zubehör gibt, Laminatschneider. Es gibt halt auch Geräte von Bosch mittlerweile, die viel, viel besser sind und du hast viel mehr Funktionen damit. Und ich weiß gar nicht, ob jemand die von euch kennt oder ob jemand das hat. Funktioniert aber sehr, sehr gut und ich habe damit auch einige Meter an Laminat geschnitten. Milwaukee, genau. Ich habe ja gesagt, wir kommen nochmal zu Milwaukee zurück, hier mit dem 4 Ampere Akku mit dem gleichen Stecksystem, der auch in den Kompressor hineinpasst. Das ist ein Schlagschrauber, war letztens eine Kooperation mit Bauforum 24 zusammen und ich glaube, das sind 12 Volt. Genau, 12 Volt. Richtig, richtig geiles Teil. Ich werde dir jetzt mal das Video hier oben verlinken. Findest du aber auch unten in der Videobeschreibung. Schau dir das mal an. Mach richtig Bock damit, dann deine Räder oder Reifen zu wechseln. Und einfach ein geiles Männerspielzeug. Stichsäge, auch von Bosch. PST 8000 PEL. Die habe ich mir auch zusammen mit der kleinen Multi-Handkreissäge von Bosch gekauft damals. Kabelgebundene Version mit Hub, den man verstellen kann, mit Blasfunktion, sprich der Sägestaub wird dann abgesogen oder abgepustet von der Säge. Eine tolle Säge, habe ich auch eigentlich recht relativ häufig in meinen Videos verwendet, nur aktuell in den letzten ein, zwei Jahren fast gar nicht mehr. Ich bin am Überlegen, ob ich mir die 18 Volt Akkuversion kaufe, passend zu den da oben, also 18 for all, also die grüne Bosch Serie. Dann fällt nämlich dieses lästige Kabel. Mal gucken, was ich da mit dieser hier mache. Ist aber auch eine tolle Stichsäge. Gibt es auch in unterschiedlichen Modellenreihen. Also ich glaube, die gibt es noch als 6000er Variante, 8000er und ich glaube auch 9000er. Das schlägt sich dann wieder in der Leistung. Genau. Schnellwechselblattfunktion, das heißt, ihr schiebt das einfach runter, habt dann das Sägeblatt in der Hand. Nicht das, ich weiß nicht, kennt ihr das noch, wo man Sägeblätter gewechselt hat mit einem Immo-Schlüssel, dann musst du es so rumschrauben und so. Das entfällt natürlich hier komplett. Ne? Tolle Maschine. Ob ich sie jetzt nochmal kaufen würde, ich würde sagen ganz klar nein, wegen dem Kabel. Die kleinste Kettensäge der Welt, EasyCut 12. Gibt es auch ein, zwei Videos davon. Schnellwechselfunktion. Ist auch was eher für den Hobby Heimwerker, für den Profi Handwerker oder Heimwerker glaube ich eher nichts, weil wenn es genau sein soll oder werden soll, dann verwendest du die nicht, aber ich sag jetzt mal, wenn du mal draußen bist im Wald zum Basteln, mit ein paar Äste absägen, wenn du
Ich weiß es nicht. Also eher was für einen Bastelbereich, würde ich sagen. Ob ich mir die heute nochmal kaufen würde, ich würde sagen nein, weil ich die ganz, ganz selten verwende. Aber wenn ich die brauche, dann ist sie zuverlässig und du kannst natürlich auch dann bis zu 50 bis 60 mm Äste durchsägen. Also das macht die schon mit. Also sie hat mich noch nicht in den Stich gelassen oder sowas in der Art. Nachteil ist, dass diese kleinen Kettensägeblätter hier, diese Schwerter, liegen bei 25 bis 30 Euro oder 20 Euro, ist schon ziemlich teuer. Da haben viele von euch gesagt, dass wenn sie sich eine vernünftige Stichsäge kaufen, kostet so eine Packung, was weiß ich, 5 Euro und hast du 10 Blätter dabei und hier hast du halt ein Blatt, was 20 kostet. Also der Kosten oder die Wartungsintensität, also ja, dass es halt sehr, sehr teuer ist, wenn du Ersatzteile brauchst. Ne? Ob ich mir nochmal kaufen würde, weiß ich nicht so genau. Ich würde sagen, jetzt aus dem Stand nein, weil ich die halt zu wenig oder zu selten benutze. Dann habe ich hier eine Toolson. Die kennt wahrscheinlich von euch gar keiner, weil die in meinen Videos noch gar nicht vorkam. Was ist das Ganze? Ratet es mal. Ist ein bisschen schwer, deswegen hängt sie jetzt hier in meinen Arm. Das ist eine Wandfräse, kann man sagen. Du hast zwei Blätter, die in die Wand hineingehen und damit kannst du halt Kanäle fräsen für deine Zuleitung, für deine Stromleitung. Habe ich gekauft, weil ich bei meinen Eltern ein, zwei Fenster eingebaut habe und die haben einen Rollladen gehabt, einen Aufsatzkasten und das Kabel habe ich dann. Also man kann es ja aufs Mauerwerk legen, auf Putz mit so einem Kabelkanal oder direkt gleich in die Wand verschwinden lassen. Das Ganze habe ich halt mit dieser Fräse gemacht, liegt bei 50 Euro. Warum, weshalb ich mir die günstige gekauft habe, weil ich die halt nur zwei, dreimal verwendet habe. Und laut Amazon-Bewertung hieß es zwei, dreimal verwendet kaputt. Und ich habe wirklich damit schon ein paar Meter gefräst. Ich glaube, um die 50 Meter habe ich damit schon gemacht. Und ich würde mir jetzt auch noch mal ein zweites Mal kaufen. Also auch wenn sie billig ist und die Absaugung nicht wirklich funktioniert. Also danach ist das ziemlich wirklich eingestaubt. Aber ich denke, das hast du bei anderen Gerätschaften auch. So, darf ich mal vorbei? Oh. So, wir wechseln mal jetzt ein bisschen die Position, weil es wird einfach zu voll da vorne. Tormek T4 Nassschleifer liegt um die 400 Euro. Ich habe auch ein gewisses Zubehör hier liegen. Verwende ich vielleicht zweimal im Jahr die Maschine. Ist eine sehr, sehr hochwertige Maschine. Ich hatte auch den von Scheppach zum Testen da gehabt. Also habe mir den selber gekauft und dann getestet. Und ich muss sagen, ein Gerät zwischen 100 Euro, 150 Euro und 400 Euro, da sind große Unterschiede zu merken. Ganz klar, ich würde mir die Maschine nochmal kaufen. Vielleicht die große T8, weiß ich nicht. Also es gibt noch eine größere Version. Aber eigentlich reicht für uns Handwerker die T4. Genau. Übrigens kannst du damit auch Hobeleisen schärfen, Hobel, also jetzt vom kleinen Handhobel, aber auch vom elektrischen Hobel kannst du die schärfen. Du kannst Messer schärfen, du kannst Scheren schärfen. Ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Also du kriegst wirklich ganz, ganz, ganz viel Zubehör dafür. So, jetzt kommen wir zu einer größeren Maschine und zwar die Feinschnittbandsäge von Pegas. Ja, die Feinschnittbandsäge ist ungefähr vor zwei, drei Jahren bei mir in der Werkstatt eingezogen, habe sie damals auf der Messe gesehen und war wirklich geflasht, was ich gesehen habe, was diese Feinschnittbandsäge alles so machen kann. Ist natürlich nicht vergleichbar mit einer normalen Bandsäge, wo du so ein tiefes Blatt hast von 1 bis 2 cm. Aber ich habe die schon recht häufig in meinen Videos verwendet. Und es ist eigentlich speziell was für jemanden, der gerne mit einer Dekupiersäge arbeitet und wirklich schon ein Profi ist. Da empfiehlt sich so eine Säge, aber auch natürlich für den Heimwerkerbereich. Aber jetzt, wenn du jetzt mehr große Rundung aussägen willst, eher der gröbere Typ bist, dann empfehle ich diese Säge nicht, weil hier sind wirklich sehr, sehr viele Einstellarbeiten nötig. Ansonsten verläuft hier wirklich das Sägeblatt und du hast da nicht wirklich viel Freude mit dran. Trotz alledem möchte ich die Bandsäge nicht missen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir eine Bandsäge hole, womit ich beispielsweise mal einen Baumstamm auftrennen kann. Das kannst du nämlich mit dieser Säge nicht machen, weil das Blatt hier hat vielleicht eine Stärke von oder eine Tiefe von 1 mm bis hin zu 0,4 mm gibt es Bänder, also wirklich ganz, ganz feine Bänder und damit kannst du einfach keine Baumstämme mit auftrennen. Preislich liegt die Maschine, glaube ich, bei 1200 Euro, eine wirklich sehr, sehr teure Bandsäge, aber wirklich
ganz, ganz, auf ganz, ganz hohem Niveau und du kriegst wirklich für dieses Geld ganz, ganz viel Qualität. Und das Design ist natürlich auch exklusiv und außerordentlich schön anzusehen. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Also allgemein das ganze Paket von der Bandsäge. Ob ich mir die jetzt nochmal kaufen würde, beziehungsweise ich habe sie umsonst bekommen, weiß ich nicht. Ich würde mich wahrscheinlich für eine Bandsäge entscheiden, womit ich auch mal einen Baumstamm oder sowas in der Art auftrennen kann. Einen abrecht dicken Hobel habe ich in der Tat auch, und zwar der Bosch SHO 160, 160 mm Breite, Abricht- und Hobelbreite, eine Höhe, glaube ich, von 100 mm. 120 mm habe ich mir mal vor 2 Jahren Gebrauch gekauft, ist das ein oder andere Mal in meinen Videos vorgekommen. Nachteil, das Ding ist einfach zu klein. Es ist eher was für den Bastler-Hobbybereich. Also du kannst damit jetzt keinen großen Esstisch abrichten oder hobeln oder die Hölzer zu hobeln und abrichten damit. Deswegen ist der auch ganz, ganz wenig bei mir in Gebrauch. Es gab ja da letztens ein Video über einen abrichtigen Hobel. Ich bin gerade dabei, also ich verhandle gerade mit einem Händler, dass ich das so ein bisschen günstiger bekomme. Und ich werde mir definitiv einen größeren und einen neuen zulegen, aber auch wieder mit 220 Volt. Also ich achte wirklich darauf, dass ich Maschinen hier verwende, die ihr euch nachkaufen könnt, die nicht so teuer sind, auch wenn jetzt mal hier ein, zwei Exoten stehen. Und dann ganz klar, nicht jeder von euch hat zu Hause einen 200 oder einen Starkstromanschluss. Und deswegen achte ich immer darauf, dass ich die Maschinen wirklich überall betreiben kann. Wie gesagt, dieses Gerät wird wahrscheinlich demnächst die Werkstatt verlassen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich damit mache. Auf jeden Fall wird das Ganze ersetzt. Und jetzt kommen wir nochmal zur Oberfräse. Ich habe mir mal vor 2 Jahren dieses tolle Schmuckstück hier zugelegt, die GUF 1600 CE. Darüber gibt es auch ein Unboxing-Video, wo ich das Ganze auspacke, so ein bisschen berichte, was die Maschine kann, warum, weshalb ich mir die zugelegt habe. Ich habe damals genauso wie mit der Tischkreissäge, Kappsäge, Tischbohrmaschine lange überlegt, weil dieses gute Teil kostet um die 400 Euro. Oder 450 Euro habe ich mir dann damals zusammengespart gehabt. Und wie ihr sehen könnt, ist sie noch eingepackt, unbenutzt. Und eigentlich soll sie jetzt hier in diese... Oh Gott. Eigentlich soll sie jetzt hier in diese Tischkreissäge integriert werden. Wird sie auch irgendwann. Nur, ich habe leider noch nicht angefangen. Ich bin, muss sagen, ehrlich gesagt, ich bin ziemlich faul, was dieses Projekt betrifft. Aber ich habe diese Säge und die wird definitiv noch dort eingebaut. Ob das dieses Jahr sein wird, das weiß ich leider nicht, muss ich euch ehrlich sagen. Es stehen ganz, ganz viele Projekte bei mir an. Auf diesem Kanal viele, viele kleine Projekte, aber auch große Projekte. Und auch jetzt heute, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass es so ein paar Bauprojekte gar nicht mehr gab in letzter Zeit, weil ich einfach die Zeit nicht mehr dazu finde. Aber habt wirklich keine Angst, es werden wieder große Projekte kommen, auch tolle Projekte. Aber es gibt natürlich auch mal eine Zeit, wo es etwas kleinere Projekte gibt. Unter anderem dieses Video hier, was heißt schnell abgedreht ist. Ich denke mal, das ist für den einen oder anderen recht interessant, mal zu sehen, was ich habe, wie ich damit zufrieden bin. Und wie gesagt, ich habe das ja beim Andi mal gesehen gehabt und da war das ja sehr positiv, das Feedback, was da kam von den Abonnenten. Ich denke mal, teilweise ist der ein oder andere Abonnent auch mein Abonnent und deswegen habe ich dieses Video jetzt gedreht. Aber wie gesagt, es gibt auch mal wieder Projekte, richtig tolle Projekte, große Möbelstücke und so weiter und so fort. Aber es gibt auch mal eine Zeit, wo es nicht so ist, wie jetzt beispielsweise. Genau, das ist diese Fräse. Auch eine tolle Fräse, allerdings kann ich jetzt nicht sagen, ob ich mir die nochmal kaufen werde oder würde. Ich habe damit noch nicht gearbeitet. Aber es ist eine Maschine, die sich hier in dieser Werkstatt befindet. Dann gibt es noch eine tolle Säbelsäge, auch 18 Volt Serie von Bosch. Bosch Grün habe ich jetzt auch für ein Projekt gehabt. Oder beziehungsweise für eine Kooperation, da habe ich ein Balkenbett gebaut mit meinem Bruder zusammen und die habe ich jetzt letztens auch mitgehabt beim Fenster einbauen. Man sägt ja so ein Fenster, so ein Holzfenster, Kunststofffenster in mehreren Teilen, ohne Kabel, total toll. Es gibt auch die Variante in Bosch Grün mit Kabel, die habe ich mir mal vor 2 Jahren auch gekauft. Habe ich aktuell jetzt nicht in der Werkstatt, hat aber mein Papa sich ausgeliehen, weil der damit ab und zu mal, was hat denn der damit gemacht? Ich glaube, die Fenster, die ich ausgebaut habe, hat er dann in kleinen Teile gesägt, damit er das besser weg- oder abtransportieren kann.
Aber ich muss sagen, dieses Gerät gefällt mir um einiges besser. Liegt ohne Akku bei 70 Euro. Krass, ne? Es ist sehr, sehr guter Hersteller, Bosch, für 70 Euro, so ein Werkzeug. Habe damit schon einige Meter gesägt. Unter anderem habe ich letztens, was war denn das, so eine Lampe gebaut. Und da kam die Säge auch zum Einsatz. Also wirklich toll und kompatibel mit dem 18-Volt-System. Tolle Sache, würde ich mir auch wieder ein zweites Mal kaufen, beziehungsweise das Gerät habe ich gesponsert bekommen. Dann gibt es natürlich noch auch eine Sache aus der 18-Volt-Serie, und zwar der, ich nenne jetzt mal Multischleifer, Dreieckschleifer PSM 18Li, wird auch mit diesem 18-Volt betrieben, hier ist jetzt kein Akku drin, nehme ich auch meistens immer mit, zuletzt hat den Steffi gehabt, damit hat sie irgendwie so einen Hocker geschliffen, der grün war, wie man sieht. Verwende ich auch ganz, ganz gerne für Projekte im Außenbereich, ist schnell griffbereit, ist klein, handlich, ist auch nicht so teuer und hatte ich damals auch für ein Kooperationsprojekt verwendet und ist auch aktuell bei mir in der Werkzeug, also in der Werkstatt vorhanden. Unter anderem, Moment, gibt es auch die Advanced Cut 18 Nano Blade. Ihr habt die vorhin gesehen, das ältere Modell, das ist glaube ich ein neueres Modell, das könnt ihr auch mit diesem 18-Volt-System betreiben. Also wie gesagt, es gibt wirklich ganz, ganz viele Werkzeuge, vom Rasenmäher, vom Mähroboter bis zum Rasentrimmer und ach, ganz, ganz viele Dinge, die damit kompatibel sind. Und ja, ich bin überlegen, ob ich komplett umsteige, aber eigentlich, ja, muss ich mir überlegen, weil... Ja, ich habe ja schon fast alles von denen, ne? Ja. Was ich natürlich auch habe, ist die Tauchkreissäge von Bosch. Ich muss sagen, ich finde es ziemlich schade, dass ich mir die nicht früher zugelegt habe. Mittlerweile gibt es die auch als Akku-Version, akkugetrieben. Und zwar ist das die Tauchkreissäge von Bosch GKT55GCE. Eine tolle Maschine, wie ich finde, gibt es in zwei Ausführungen, beziehungsweise in Blatttiefen, Eintauchtiefen. Ich habe mich für die 55 Meter, Millimeter entschieden. Es gibt, glaube ich, die nochmal mit 80 oder mit 70, ich weiß es nicht so genau. Passend dazu habe ich natürlich auch Führungsschienen mir zwei gekauft, Klemmhalter beziehungsweise Hebelzwingen, und ich habe mir letztens zwei neue Kreissägeblätter dazu bestellt, falls ich das eine mal schärfen muss. Eine tolle Maschine, liegt preislich nur die Maschine um 350 Euro mit Zubehör, Führungsschienen und so weiter und so fort, bist du schon ganz schnell bei 500 Euro, aber kann ich wirklich jeden Anfänger, Einsteiger empfehlen oder auch Profi. Wenn ihr sagt, ich baue oder ich habe keinen Platz für eine Werkstatt, bin eher der Typ, der beispielsweise alles im Keller hat und dann zum Bauen draußen auf die Wiese geht. Manche haben ja keinen Kellerraum oder beziehungsweise keine Werkstatt. Die machen das dann draußen vor der Tür. Und da kann ich dir sowas wirklich empfehlen. Es ist kompakt. Du kannst damit wirklich exakt gute Schnitte erzielen. Genauso wie mit der Tischkreissäge hier. Und auch genauso wie mit einer Formatkreissäge. Weil diese Maschine ist wirklich auch was für den Profibereich. Beziehungsweise wird auch für den Profi verwendet. Und ganz, ganz klar auch eins der Top-Werkzeuge, die ich in meiner Werkstatt habe und die ich auch nie wieder hergeben möchte. Direkt darunter, dürfen wir natürlich nicht vergessen, ist der Industriestaubsauger von Bosch, passend dazu zu den L-Boxen. Also könnt ihr draufstecken, könnt ihr hin und her rollen. Ich nutze das immer ganz, ganz gerne, weil wir auch so eine ideale Arbeitshöhe haben, um mal was hier abzustellen. Das ist das Modell GAS 35L SFC Plus. Ich muss ehrlich zugeben, ich nutze den einfach nur, um die Tauchkreissäge abzusaugen. Und bis jetzt hat er mich wirklich noch nie in Stich gelassen. Und es gibt dazu, also ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht so viel technische Daten über den Sauger, es gibt aber über beide Sachen gibt es auch ein Video. Wie bereits erwähnt, findest du die unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann noch was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe ja überall an meiner Maschine eine Absauganlage integriert. Und hier habe ich einen Einhellstaubsauger. Der liegt, ich glaube, um die 40 Euro. Manchmal gibt es den auch für 30 Euro, wenn ein Angebot ist. Und das ist natürlich auch ein elektrisches Zubehörteil. Und diesen habe ich natürlich auch bei meiner Tischkreissäge eingebaut. Ableis- oder Absaugfunktion bzw. Leistung, Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich top. Und ich kenne eigentlich gar keinen anderen vergleichbaren, den ich mir
Also ich würde mir den immer und immer wieder kaufen, weil der von dem Preis her wirklich top ist. Also ihr merkt, ich habe auch Einhellprodukte, die ihre, oder das, was sie machen sollen, das tun sie, saugen, genauso wie mit der Flachdübelfräse, die fräst und sind recht günstig. Und wenn mal so ein Produkt kaputt geht, dann kaufe ich mir das gerne nochmal neu. Diesen Sauger hier, der lief wirklich schon mehrere Stunden und ist noch nicht kaputt gegangen oder hatte einen Ausfall oder ist einfach überhitzt. Wenn das Ganze hier zu ist im Sommer, sind da glaube ich locker auch 50, 60 Grad drin, hat er alles ohne Probleme reibungslos überstanden. Darüber gibt es kein Video über die Absauganlage oder sowas in der Art, aber es gibt ein, zwei Testvideos, warum, weshalb die Absauganlage undicht ist, was der Fehler sein könnte. Das gibt es auf meinem Zweitkanal, die Holzkiste. Ich werde dir den Kanal mal hier oben verlinken, wenn du ihn noch nicht kennst. Da gibt es, also das ist eine Holzkiste, da gibt es meistens Vlogs von mir und irgendwelche Anliegen, die mir am Herzen liegen, da bespreche ich das Ganze mal Stück für Stück mit euch. Es ist einiges an Werkzeug zusammengekommen und mir bleibt für mich die Spucke jetzt weg. Ich habe, glaube ich, jetzt nonstop durchgequasselt und brauche jetzt auch mal eine kleine Pause, eine Kaffeepause. Wie du gesehen hast, ja, ich habe echt Massen an Werkzeug hier in der Werkstatt und nicht jedes Werkzeug siehst du regelmäßig in meinen Videos. Also es gibt so ein paar Lieblingswerkzeuge, andere wiederum nicht. Ich weiß nicht, was ist dein Lieblingswerkzeug? Auf was würdest du nicht mehr verzichten wollen? Und schreib es mir hier in den Kommentaren. Ich hole mir jetzt einen Kaffee. Ich würde sagen, ihr auch. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder 19 Uhr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Und ganz, ganz wichtig, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren. Auch für alle Neulinge, aktiviert die Glocke, findet ihr direkt unter dem Video, einfach draufdrücken. Dann werdet euch auch immer gleich angezeigt, wenn ein neues Video von mir online ist. Wenn ihr es nämlich nicht aktiviert habt, kann es sein, dass ihr ein oder das andere Video verpasst. Bis nächste Woche Freitag, euer Mr. Handwerk. Ciao.